Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Webcast. Mein Name ist Fabian Dolb. Mein Name ist Felix Epfein. Und im heutigen Webcast Prozesse, Wissensmanagement und agile Methoden werden wir uns mit allen drei Begrifflichkeiten beschäftigen. Doch bevor wir in den heutigen Webcast eintauchen, ein kleiner Rückblick zum ersten Webcast, den Sie jederzeit über meine Informa sich anschauen können. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns dort unser Lösungspaket 1 digitale Prozesse angeschaut, haben uns hierzu in die imaginäre Stadt Musterhausen begeben, haben gemeinsam mit dem Projektteam überlegt, warum es denn sinnvoll wäre, Prozessmanagement parallel zum Projekt zu betreiben, sind hier vor allem auch auf die Vorteile eingegangen, die eben unser Verwaltungsprozessmanagement mit sich bringt, haben einen groben Projektablauf skizziert und der erste Webcast hatte übergeordnet das Thema von funktionalen hin zur prozessorientierten Verwaltung. Wir als Team Smart Verwalten sind in allen Regionen in Deutschland vertreten. Hier sehen Sie unsere Teammitglieder und Teammitgliederinnen. Gemäß unserer Vision und Mission haben wir verschiedene Beratungsprodukte, Beratungsangebote erstellt, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Im ersten Webcast, wie gesagt, Konzentration auf unser erstes Lösungspaket. Und heute werden wir Ihnen im Rahmen des Webcasts weitere Beratungsangebote vorstellen. Das heißt, Prozessmanagement ist für uns ein ziemlich wichtiges Thema und es ist ein wichtiges Thema für die öffentliche Verwaltung. Hier sehen Sie einen Ausschnitt von der Bayerischen Agentur für Digitales, die eben festgehalten haben, dass eine Kommune bis zu 1300 Prozesse hat. Als Vergleich, ein Mittelständler hat 300. Das heißt, Prozesse und Digitalisierung gehören einfach zusammen. Prozesse sind wichtig und müssen mitgedacht werden. Was passiert denn, wenn Prozesse nicht aktiv mitgedacht werden? Dann haben wir hier schön diese Darstellung mit der Kollegin, die eben versucht, irgendwie die Prozesse am Laufen zu halten. Das heißt, mit zwei Telefonhörern und dem ganzen Papierstapel versucht diese Person eben zu schauen, dass die Prozesse, die vielleicht nicht optimal laufen, weiterhin funktionieren. Aber das darf nicht das Ziel sein, sondern wir müssen in effizienten Prozessen leben. Dass das noch nicht die Realität ist, sehen wir auch hier in einer Studie von der KGST, in dem die KGST hier unten herausgefunden hat, dass bei 60% der Kommunen, die da mitgemacht haben, Prozesse unklar bleiben. Und hier sind wir auch schon bei unseren zwei Begrifflichkeiten. Das ist eine Tatsache. Und wenn wir mit unseren Kunden in Kontakt treten, dann hören wir viele Ausreden, warum Prozessmanagement noch nicht heute angegangen werden soll. Eine Ausrede, naja, bei uns ist das nicht notwendig, bei uns läuft alles top. Oder wir haben keine Kapazitäten aktuell, das zu tun, weil bei uns andere Themen wichtig sind. Oder eben, naja, wir brauchen keine Prozesse, wir kommunizieren intern so gut, das heißt, wir halten den Laden so am Laufen, wir sind alle miteinander verknüpft, das funktioniert schon. Oder aber, was hätte es denn eigentlich für einen Nutzen, wenn wir das mit Ihnen tun? Deshalb wollen wir es nicht tun. Weiter, und das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung, gibt es generell schon Teams, die Prozessmanagement angehen, jedoch die sicherlich auch von unserer Unterstützung profitieren können. Letzte Ausrede, die wir in diesem Kontext hören, naja, bei uns stehen andere Projekte an, die sind wichtiger, Prozessmanagement nächstes Jahr. Das heißt, im heutigen Webcast haben wir die drei Themen Prozesse, Wissensmanagement und agile Methoden und die werden wir Ihnen anhand unserer Beratungsangebote zeigen. Links oben sehen Sie eingeordnet unser Lösungspaket 1, das heißt das operative Prozessmanagement, wo wir sehr detailliert in die Prozessanalyse gehen. Hier tatsächlich nochmal der Verweis auf unseren Webcast, das heißt Lösungspaket. Links oben wird im Detail im ersten Webcast erklärt. Jedoch können wir hier auch im zweiten jetzt die Ausrede zuordnen. Das heißt, bei uns ist eine Prozessanalyse nicht notwendig, denn wir sind schon top. Was haben wir denn hier für Tatsachen? Naja, es gibt immer Verbesserungspotenziale und wenn man die richtigen Fragen stellt, bekommt man auch richtige Antworten. Wenn man sich diese Fragen nicht stellt, bleiben auch die Antworten. Des Weiteren ist es einfach ziemlich notwendig, die eigenen Handlungsweisen kontinuierlich zu reflektieren. Ansonsten lebt man in seinen Prozessen und macht es halt einfach immer so weiter.
Und zu guter Letzt das Werkzeug, das wir da mitliefern, visualisierte Prozesse, die jeder versteht, die jeder einordnen kann, sind entscheidend, damit man eine Orientierung hat, wie man Verbesserungen punktuell anstoßen kann. Das heißt hier der Verweis auf unsere Lösung, Lösungspaket 2 oder beziehungsweise Lösungspaket 1 im ersten Webcast, können Sie es hier alles noch einmal nachsehen. Gehen wir einen Schritt weiter und reden über dieses Thema Wissensmanagement, Wissensaufbau, Wissensvermittlung und reden hier auch über weitere Beratungsangebote, die wir hier im Team Smart Verwalten Ihnen zur Verfügung stellen. Herr Edwin hat gerade schon über das Thema operatives Prozessmanagement geredet, das heißt eine detaillierte Prozessberatung. Wir gehen jetzt eher hin zu einer strategischen Ebene, zu unserer Prozesslandkarte und zu unserem Prozessanalysten und möchten die einmal Ihnen näher erläutern. Wir starten einmal mit der Prozesslandkarte. Was ist denn überhaupt eine Prozesslandkarte? Sind bei Ihnen Ihre Prozesse irgendwo dokumentiert? Sind Prozesse detailliert beschrieben? Sind Prozesse in irgendeiner Weise überhaupt aufgenommen? Haben Sie überhaupt ein Verständnis davon, wie viele Prozesse Sie innerhalb Ihres jeweiligen Amtes, Ihrer jeweiligen Fachabteilung gerade haben? Was wir machen in unserem Produkt Prozesslandkarte, wir bieten mit Prozessidentifikationsworkshops die Möglichkeit, dass wir Ihre gesamten Prozesse innerhalb eines Amtes, innerhalb eines Fachabteilung, einer Organisationseinheit aufnehmen. Das heißt, sämtliche Führungsprozesse, Kernprozesse sowie Unterstützungsprozesse einmal mit Ihnen gemeinsam aufnehmen und diese dann in einem Prozesssteckbrief zusammenfassen. Das heißt, Prozesssteckbrief, für jeden Prozess gibt es eine Detailbeschreibung. Wie heißt der Prozess? Was sind die Kernfunktionalitäten des Prozesses? Was ist der Start- und Endpunkt? Was sind die Handlungsgrundlagen dieses Prozesses? Da wird wir sämtliche Informationen transparent in einem Prozesssteckbrief zusammengefasst haben. Diese Prozesssteckbriefe werden dann zusammen in eine Prozesslandkarte gegossen, in einen Prozesskatalog und Sie haben dann letzten Endes das große Verständnis über alle Ihre Prozesse innerhalb Ihres jeweiligen Amtes. Weil, was hören wir natürlich in dem Bereich immer sehr oft? Bei uns funktioniert die Kommunikation sehr gut, wir wissen unsere Prozesse, wir kennen alle unsere Prozesse, aber wenn wir mal ehrlich miteinander sind, das kann natürlich nicht sein. Niemand kennt alle Prozesse eines Amtes, einer Organisationseinheit auswendig. Selbst langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die natürlich um großes Wissen verfügen, können nicht jeden einzelnen Prozess aus dem FF und aus dem Kopf heraus einmal direkt vorsagen. Die Lösung ist hierbei unsere Workshops, unsere Prozessidentifikationsworkshops, indem wir gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alle Prozesse identifizieren, diese klassifizieren, mit unseren Prozesssteckbriefen dann zusammen in einen Prozesslandkatalog und in eine Prozesslandkarte gießen, damit Sie letzten Endes diese Quick Wins haben. Das heißt, schnell auch tatsächlich Veränderungen spüren. Zum einen entwickeln Sie dadurch natürlich ein grundsätzliches Verständnis von mehreren unterschiedlichen Tätigkeiten, das heißt auch vor- und nachgelagerten Prozesse. Sie haben ein leichteres Verständnis Ihrer komplexen Prozessstruktur oder auch Ihrer gesamten Ablaufstruktur. Sie haben die Möglichkeit, oder besser gesagt, die Prozesslandkarte stützt natürlich auch hier oder hilft Ihnen bei dem Thema Change Management, wenn Sie Veränderungen in der Organisationseinheit durchführen möchten, wenn Sie bereits wissen, was für Prozesse Sie haben, die vor- und nachgelagert zum Beispiel sind, können Sie schneller sich an neue rechtliche und organisatorische Veränderungen auch anpassen. Wissensmanagement ist natürlich hier ein großes Thema, nicht nur für bestehende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern natürlich auch für neue Kollegen und Kolleginnen, die kommen, damit die auf einen Schlag wissen, in einer zentralen Dokumentation, das sind die Prozesse meines Fachamtes, meiner Organisationseinheit. Und wenn wir ganz zum Schluss dann noch natürlich auch auf die Infoma-Modullandschaft schauen, weiß der oder die Kollegin auch zum einen die Arbeitsabläufe mit den eigenen Abläufen dann in der Software, wie die hier dann auch funktioniert. Das Thema Prozesslandkarte und Prozessanalyst hängen ziemlich eng zusammen. Das heißt, beide Beratungsangebote bieten wir in Kombi an. Warum? Prozesslandkarte gibt die Orientierung. Und jetzt ist die Frage, was ist denn der Prozessanalyst? Der Prozessanalyst, wir haben das in einem kleinen Statement zusammengefasst, ist für uns der Brückenbauer zwischen der Fachabteilung, ihrem Prozessmanagement und uns als Axios. Das heißt, hier in dieser Darstellung als Brücke zwischen Ist- und Soll-Prozess
zwischen fachlicher Anforderung und so, wie man es in der Software umzusetzen hat. Und hier vielleicht auch zusammenfassend, der Prozessanalyst führt Sie weg von wir digitalisieren Papier hin zu wir digitalisieren nachhaltig Prozesse. Das heißt, Prozessanalyst unterstützt Ihr Prozessmanagement in allen Phasen. Egal, wo Sie sich befinden, am Anfang, am Ende, in der Verbesserung, wir unterstützen hierbei. Er begleitet Ihr Prozessmanagement methodisch, das heißt einmal Priorisierung, was soll man sich eher heute anschauen, was vielleicht eher morgen. Er unterstützt im Aufbau der Workshops, wenn man sagt, so sind die Prozessaufnahmen vielleicht nicht effizient. Das heißt, er ist wie eine Art Partner. Er koordiniert und sorgt dafür, dass Prozessmanagement bei Ihnen sich aktiv weiterentwickelt. Wenn wir von unserem Prozessanalysten sprechen und was hier vor allem eine ziemlich große, ein großes Thema ist, ist eben den richtigen Prozess zu identifizieren. Das heißt, welchen Prozess schaut man sich denn an? Und hier sprechen wir nicht vom besten Prozess, der am besten läuft, sondern wo es Sinn macht, diesen zu analysieren. Weil wenn wir diesen analysieren, dann merken das Ihre Kollegen und Kolleginnen in der alltäglichen Arbeit. Das heißt, wenn man einen Prozess analysiert, der wirklich täglich durchlaufen werden muss und Ihre Kolleginnen erfahren, okay, durch Prozessmanagement konnten wir wirklich Zeit gewinnen, dann ist das der Nutzen, der Ihr Prozessmanagement auch stärkt. Und hier sind wir vor allem auch mal in der Darstellung, wie wir uns die Projekte mit und ohne Prozessanalysten vorstellen oder was wir aktuell erleben. Das heißt, Sie haben auf der linken Seite eine fachliche Anforderung an die Digitalisierung. Das heißt, Sie kommunizieren nach unten mit Ihrem Prozessmanagement und mit uns als Softwarelieferant. Dann bekommen Sie Antworten, das Kommunizieren geht wieder los und dieser Kreislauf wiederholt sich ein paar Mal. Was wir nicht haben in dieser Welt, ist hier grün dargestellt, die Kommunikation zwischen dem Prozessmanagement und uns. Das heißt, diesen Weg haben wir aktuell nicht. Wenn wir jedoch jetzt den Prozessanalysten hinzunehmen, dann sieht diese Welt schon um etwas einfacher aus. Das heißt, wir stellen den Prozessanalysten in die Mitte, der zentral als Kommunikationsplattform auch dient, damit Ihre fachlichen Anforderungen an die Software und an die Prozesse gebündelt umgesetzt werden können. Die Quick Wins unseres Prozessanalysten sind hier vor allem Wissenstransfer. Das heißt, wir tauschen uns aktiv mit Ihrem Prozessmanagement aus und geben auch weitere Informationen zu neuen Methoden weiter. Des Weiteren haben wir dadurch eben die Synergieeffekte zwischen Fachlichkeit, Technologie und Prozessen. Wir haben eine kontinuierliche Unterstützung. Das heißt, auch wenn sich bei Ihnen etwas ändert, der Prozessanalyst ist da und wir können diese Änderung mit in die weitere Strategie mit einfließen lassen. Und eben das letztendliche Resultat daraus, die Stärkung Ihres Prozessmanagements. Das heißt, Thema Legitimation, warum ist Prozessmanagement wichtig? Wir denken zurück an die Studie der KGST. Das ist noch nicht flächendeckend so. Auch hier beim Prozessanalysten haben wir immer die Ausrede, wir haben bereits ein Team. Wir denken zurück an die Studie KGST. Es wird vielleicht nicht immer 100% umgesetzt. Was eben Tatsachen sind, der Prophet im eigenen Land kann nur sehr schwer Änderungen herbeiführen. Des Weiteren haben wir eben dieses Legitimationsproblem des internen Prozessmanagements und Prozessmanagement, dadurch, dass eben die Verbindung zur Fachlichkeit in der Software fehlt, produziert man in den Bereichen oft Papier, das ist wenig disputierlich gemeint, aber wir kommen wenig in den Lösung- und Umsetzungsraum. Das heißt, die Lösung hierbei ist unser Prozessanalyst, der als Partner, Partnerin und eben als Brückenbauerin Ihr Prozessmanagement unterstützt. Gehen wir noch auf unseren letzten Punkt ein, die agile Methoden. Was wir gerne in Workshops benutzen, ist unser Entenspiel. Das Entenspiel ist von Lego Serious Play abgeleitet und hat letzten Endes eigentlich eine Kernfunktion. Es geht um das Thema Wahrnehmung. Wir sagen immer, bauen Sie aus 7 Lego-Steinen eine Ente. Sie sehen es hier in diesem Beispiel, was wir bei einem Kunden durchgeführt haben. Es kommen unterschiedlichste Enten dabei heraus. Und genau das Gleiche ist natürlich auch im Bereich der Prozesse der Fall. Wir alle haben ein subjektives Empfinden. Das heißt, jeder und jede von uns beschreibt einen Prozess oder würde einen Prozess auch anders beschreiben. Und genau darum geht es zum Beispiel auch in unseren Workshops,
dass wir von dieser subjektiven Ebene auf eine sachliche Ebene wieder das Ganze zurückführen. Das Ganze haben wir Ihnen einmal vorgestellt, was unsere Beratungsprodukte hier letzten Endes sind. Das fassen wir in dem Fall auch unter unserem Prozessmanagement as a Service zusammen, das ein individuelles Paket darstellt mit allen unseren Beratungsangeboten individuell zusammengestellt. Das heißt, zum einen, Sie möchten Ihre Prozesse identifizieren, dafür haben wir unsere Prozesslandkarte. Sie möchten vielleicht noch zwei Prozesse detaillierter als operatives Prozessmanagement betrachten, zum Beispiel die Haushaltsplanung, dort haben Sie gerade die größten Schmerzen, oder die Rechnungsbearbeitung. Dann schauen wir uns das gemeinsam mit Ihnen auch noch in einem detaillierten Prozessworkshop an. Und zu guter Letzt die weitere Begleitung durch unseren Prozessanalysten, der Sie hier letzten Endes immer weiter begleitet und auch dieses Thema Prozessmanagement bei Ihnen in Ihrem jeweiligen Amt, in Ihrer Organisationseinheit, in Ihrer Kommune vorantreibt und Sie hierbei laufend und kontinuierlich unterstützt. Das heißt, zum Ende hin, mit unserem Prozessmanagement as a Service haben Sie auch keine Ausreden mehr. Die Tatsache ist, das ist für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machbar und die Lösung, kommen Sie gerne auf uns zu, machen Sie einen Termin mit uns, damit wir individuell über ein Beratungsangebot hier auch mit Ihnen sprechen können. Smart Verwalten ist mehr als reines Prozessmanagement, das heißt ein Thema, das uns tatsächlich ziemlich wichtig ist, ist die Wissenschaft. Das heißt, wir arbeiten hier mit Hochschulen zusammen und gerade jetzt im anstehenden Wintersemester werden wir gemeinsam mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg ein Fachprojekt durchführen. Das heißt, 12 Studierende gemeinsam mit uns beiden werden wir uns der Thematik widmen, wie kann man das Stellenbild des Digitalisierungsbeauftragten stärken? Das heißt, was fehlt vielleicht heute organisatorisch? Was muss ein Digitalisierungsbeauftragter mitbringen, damit Digitalisierung auch von dieser Person nachhaltig vorangetrieben werden kann? Das heißt, die zusammenfassende Fragestellung dieses Fachprojektes wird sein, woran scheitern Digitalisierungsbeauftragte heute und wie machen wir es besser? Hierzu sind wir natürlich auf Interviewpartner, Partnerinnen und auf sonstigen Input angewiesen, beziehungsweise unsere Studierenden. Daher, wenn Sie bereit sind, da einfach mitzuwirken, uns Input zu liefern, kommen Sie gerne auf uns zu. Die Studierenden würden sich freuen, wenn Sie da eben auch unsere Kunden, Personen, die sich diesen Webcast anhören, gewinnen können, um Ihr Fachprojekt dann auch im Wintersemester erfolgreich abschließen zu können. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und zu unserem heutigen Webcast. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie gerne einen Termin mit uns vereinbaren würden, schreiben Sie uns gerne unter smartverwalten.consulting@axios-infoma.de. Ansonsten können wir uns nur bedanken für die Teilnahme und wünschen Ihnen alle einen schönen Tag. Vielen Dank und einen schönen Tag.